Lass uns einfach hoch genug Elo bekommen mit der Methode, dass sie uns nicht mehr snipen können. Wenn wir Grandmaster sind, können sie uns nicht mehr snipen. Wir müssen nur Grandmaster sein, okay? Wir müssen nur Grandmaster sein. Good luck, everyone. Let's go. Ich bin auch einfach nur auf seinem Challenger-Account. Ne, das bringt nichts, weil der Challenger-Account spielt Master Games Gibbs wegen der Ausgleich-Thematik. Das heißt, da spiele ich genau die Games, die sie wollen. Das Beste, was ich machen kann, ist den Account auf Grandmaster pushen. Das ist das Beste, was ich machen kann. Aber dafür müssen wir sie halt dodgen, weil sie halt die ganze Zeit mich wieder runterbuttern. Elo-technisch. Also ich habe gehört, dass die Mafia mittlerweile teilweise Spiele nicht mehr manipuliert, weil er erstens sich die Wetten angeschaut hat und zweitens gegen manipuliert hat und teilweise mitgewettet hat für ihn selbst. Ja, aber ich werde nicht, also wisst ihr, das ist was, was Tyler One machen kann, aber ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht mit mir vereinbaren, dann Wetten abzuschließen und so auf denen ihre Plattform. Das kann ich nicht machen. Ich meine, das ist natürlich ein, ne, ich sag mal, das ist ein Giga-Chat-Move. So kennen wir unseren T1, ne? Aber ich könnte das nicht, muss ich sagen. Instant E ist ein Flash, oder? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass der Slowdown einen großen Unterschied macht in der Situation. So, let's go. Wir haben eine gute Lösung. Solange ich die Q lang genug delay, ist alles fein, Leute. Wir müssen nur ein bisschen... Ich meine, das ist... Wir müssen einfach gute Brückenspiele finden. Irgendwelche kleinen Fun-Games, so wie jetzt das alte 4, auch wenn ich da ein bisschen struggle. Huch. Es ist noch ein Out-Attack gespaced, aber da hat er uns out-traded, Lana. Ja, schön gemacht, ey. Er schätzt immer diesen W-Slow. Wir sollten eigentlich in diesen Hail of Blade Trades natürlich stärker sein. Weil wir den Dings haben, ne? Mhm. Auch keine Potions mehr. Hat? Wow. Okay, krass. Das muss ich sagen, ist krass. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das killt. Nice one. Ja, der hat Flash und Ignite benutzt. Ich hätte flashen müssen, so dass er den Out-Attack nicht auf mich kriegt. Das war echt gut von ihm. God damn. Komplett unterschätzt, wie viel Damage da ist. Die alten Pokémon-Games sind tatsächlich gute Pausenfüller. Ja, wir könnten auch, also es muss halt irgendwas sein, was den Zuschauern gefällt. Ich weiß, also natürlich ist das keine optimale Lösung, weil wir halt einfach Streamzeit mit League verlieren, ne? Also ich weiß natürlich, aber die werden ja, also wenn wir das eine Zeit lang machen, werden die ja aufhören, wisst ihr? Also wir müssen das ja nur eine Zeit lang jetzt durchziehen, eine Zeit lang aufpassen. Ich meine, wie gesagt, eine Idee, die ich gehabt hätte, wäre, dass wir ein NA-Projekt machen, weil ich einen NA-Account habe. Dass wir einfach sagen, ey, wir spielen auf Nordamerika, auf dem Diamond 1-Account, den ich da rumliegen habe. Datteln da ein bisschen und dann haben wir uns der Mafia entzogen und sie müssen sich jemand anderen suchen. Ich meine, es gibt ja genug andere Streamer, die sie da nehmen können. Wenn wir die einmal dazu bringen, ey, der ist nicht mehr erreichbar, der macht was anderes, dann gehen sie zu Baus weiter und dann, das ist zwar nicht cool, aber dann hab ich sie los. Oh mein Gott, der hatte da Vision oder was? Ja, die hat keinen Flash mehr. Jetzt bin ich selber die Mafia oder was in dem Game. So. Doch, er war die Mafia. Let's go. Okay. Okay. Killing spree. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Tempo rausnehmen hier, wenn es geht.
Jetzt aktuell sind wir ein bisschen screwed hier, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich nur selbstverschuldet, ne? Ich habe einen Solo-Tod genommen, dann habe ich einen Jungler getradet für eine Crab, was ich nicht darf. Das sind alles Ins von mir gewesen selber. Er will die direkten Trades, weil er da gewinnt, ne? Und wir wollen dann so ein bisschen Distanz schaffen, poken, später mit Ult arbeiten und so. Das ist, was wir wollen. Er ist noch nicht 6, aber ich glaube, er killt uns gerade auch wieder sehr, sehr einfach. Wir sollten auch direkt potten. Ja, einmal ganz runter. Lass das Save eine Wette laufen, ey. Sehr, ja. Nicht diesen Twitch-Chat. Heute läuft sehr gut bis jetzt, ja. Heute läuft in der Tat sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob der mich direkt töten kann mit einer Ult-Rotation. Ich befürchte leider schon, ne? Ist AP oder AD Varus besser? Das kommt drauf an. Hast du das Herz eines Löwens? Das Gehirn eines Roboters? Die filigranen Finger einer Gazelle? Dann ist AP Varus der Champ für dich. In allen anderen Fällen ist er nicht der Champ für dich. Ja. Damn. Dann direkt danach gepusht, da. Aber wir kriegen unten zumindest ein, maybe zwei. Vielleicht die kommen alle runter, ihr müsst dringend disengagen. Disengagen. Naja, also theoretisch, das ist der AP-Twitch, ist praktisch der bessere AP-Varus, weil die große Stärke von AP-Twitch ist der Wave-Clear. Das ist, was AP-Varus leider fehlt. Der Wave-Clear. Moin. So. Diesen Control wird mit meinem Leben beschützen. Er ist tot. Und ich lebe noch. Control Ward! Ich habe dich verraten! Du warst viel zu jung und zu schön, um zu sterben. Kontrolli! So, okay. Genug getraut. Das war schon besser. Ein schöner Snipe hinten raus. Und die Pycooks waren ein bisschen wild, aber... Das hast du vorhin gegessen. Meine Schwester hat mir... Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. War auf jeden Fall sau lecker. Ja, war richtig gut, du. Ja, war schon richtig gut, ey. So, was kommt nach 7 Stunden Stream? Ich fühle mich echt null müde gerade. Ich fühle mich echt absolut null müde, ja. Okay. Habe ich genug, um den zu one-tappen? Nee, ne? Der hat seinen W geworfen. Oh, man, wenn ich die Ult getroffen hätte, ne? Er hat Flash und Ignite raus. Er hat sogar den einen Odo nicht getroffen. Okay, der kann ihn einfach killen, theoretisch. Come on, get him, boy.
muss ganz ehrlich sagen, der ist schon verdammt stark, der Kerl, ne? Lebst du in einer großen WG mit deiner Familie? Nee, aber meine Familie lebt sehr in meiner Nähe. Und meine Familie ernährt mich so ein bisschen. Und sorgt dafür, dass ich zumindest so ein bisschen was anderes mache, als die ganze Zeit vorm PC zu sitzen. Ab und zu mal rausgehe, mich mal wasche, ne, so das Übliche halt, ne, was man mit einem 30-jährigen Kind macht. Also nein, ganz so schlimm ist natürlich nicht, aber also die helfen mir ein bisschen, weil wisst ihr, das große Problem ist, dass ich mittlerweile mache ich ja extrem lange zusammenhaltende Streamblöcke, ne? Und das ist natürlich so, dass du, also wenn du, du musst ja was essen währenddessen, ne? Das ist wahrscheinlich jedem klar, also du musst ja was essen währenddessen, wenn du so lange zusammenhaltende Streams machst. So, und das ist halt entweder ich mache Food Prepping, ne? Oder praktisch ich, oder praktisch meine Familie hilft mir beim Essen. Und deswegen, also manchmal, ne, ich schreibe dann einfach, okay, heute habe ich mich vorbereitet, heute habe ich was da. Und ansonsten hilft mir meine Familie aus und bringt mir was vorbei, wisst ihr? Intermediate Fasten, ja, Intermediate Fasten ist eine super Sache, aber nicht, wenn du sehr leistungsstark sein musst über diese Stunden, weißt du? Weil die Sache ist halt, also du musst ja als Streamer durchaus, also das ist, du musst halt konzentriert sein, ne? Du musst energetisch sein. Und du musst auch, wenn möglich, hoffentlich im Game, das du spielst, halt ein bisschen abliefern. Da muss ich nochmal zurückgehen. Das ist ein bisschen awkward, die Dings da spallen zu lassen. Ich glaube, der Twitch könnte hier irgendwo sneaken. Und ich will es nicht riskieren, auch wenn ich die Platte dafür verliere. Seht ihr? Da war er. Ich glaube, vielleicht hätten wir sie noch nehmen können und damit Ghost rauslaufen oder so. Meine Familie carried mich extrem hart, ja. Also gerade meine Mutter ist da zu nennen, aber auch mein Vater und meine Schwester, also die machen, und mein Bruder, eigentlich machen alle von denen, machen ultra viel, um mir zu helfen, dass ich in dem Volumen arbeiten kann, ne? Ich glaube, ohne die wäre das nicht möglich, ne. So. Ich hätte den Kill geklaut. Good job, Sir. Aber geil von ihm. Aber sehr, sehr geil von ihm. Let's go. Müssen die nicht selber arbeiten? Ja, die machen da zusätzlich dazu, dass sie selber arbeiten. Also meine Mutter zum Beispiel ist ein absolutes Biest. Also eigentlich sind, also vom also wie die arbeitet, ist crazy, ey. Ich würde, also ne, das ist, das sind alles so Sachen, also das ist schon besorgniserregend, actually. Aber das ist, teilweise möchte sie sich auch nicht helfen lassen, so richtig. Ich habe zum Beispiel angeboten, dass ich ihr halt eine Reinigungsfachkraft zur Verfügung stelle oder einen Gärtner oder irgendwas, damit ich mich halt auch einbringen kann, wisst ihr? Ich kann halt nicht so viel selber machen, aber ich kann zumindest helfen, aber das möchte sie nämlich alles selber machen. Aber das hier. Okay, der Twitch ist da unten. Vorsicht, Twitch kommt. Twitch ist hier. Ich werde ihn hier töten gleich. Ich kann ihn riechen. Der faule Gestank des Twitches. Seht ihr ihn? Das ist jetzt sehr, sehr awkward für mich, muss ich gestehen. Das ist leider auch sehr, sehr awkward. Okay, das waren eine Menge Flashes und Ignites und Ults und alles, was dazu gehört. So. Danke an Chris und Dimple, genauso wie Suzukai sind mit dabei. Einen wundervollen
Das ist die Generation. Meine Mama ist genauso. Ja, das ist, also das ist wirklich wahnsinnig, ja? Was die für eine Belastung aushalten. Arbeitstechnisch, vor allem, also, ich meine, müsste man ja nicht. Also, es ist schon sehr beeindruckend. Weil ich merke ja jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt 2 Wochen mit dieser NNO-Sache, hatte ich jetzt halt, ich habe 8 Stunden im Durchschnitt gestreamt, ne? Ungefähr 8 Stunden. Und dann habe ich zusätzlich noch ungefähr 6 bis 8 Stunden Gespräche, Meetings, E-Mails und so gemacht. Also, ich hatte jetzt 2 Wochen, hatte ich so 16-Stunden-Tage, ne? Und ich bin einfach komplett spent, ne? Also ich merke das richtig, dass ich ja so zum Beispiel, dass mir ab und zu so ein bisschen der Saft fehlt, aber zum Glück hilft der Stream da extrem, ne? Dass man einfach ein bisschen wieder runterkommen kann und seinem Hobby nachgehen kann und so. Aber man merkt das dann schon. So. Ein HP-Engel, aber leider ein HP zu viel, ne? Ich hätte leider kein Q zum Auslösen. Ne? Wenn ich Q zum Auslösen habe, ist er sofort tot da. Leider kein Q zum Auslösen. Ich kann flashen, aber er hat auch noch Flash, ne? Weil wir sind vorhin ja synchron geflasht. Okay. Dann verlieren sie eine Menge da. Okay. So, die Wave gewonnen hätte, kennt ihr nicht. Darf ich hier die Wave? Ne, ich bin halt gemarkt von der Kindred. Und die kann halt super easy hier unten sein, ne? Lass es aber rausgehen, nochmal sicher gehen. Actually, ich glaube, Riftmaker ist Int hier, oder? Würdet ihr Krönchen gehen gegen Twitch und Katus? Ja, ne? Ich glaube, Krönchen ist viel zu gut hier, um es nicht zu bauen. Kann die E von Varus auch die Kugeln auslösen? Kann sie ja. Also jeder Spell, auch die Ult von Varus kann die Kugeln auslösen, zum Beispiel. Das ja, er ist ja so am Smurfen die Runde. Let's go. War dein Beast. Der Pike ist auch sehr, sehr gut dabei. Let's go. Ja, können wir das hier einmal schnell nehmen? Ich weiß nicht, ob wir die wirklich diven wollen, du. Ja, wollen wir. Gehen wir einmal ganz kurz hier nach unten. Das ist aufgeladene Q ist so geil, wenn es trifft. Ja, tatsächlich ist das aber in der Kombo mit Pike ist halt gar nicht so gut, ne? Weil ich habe dem gerade praktisch den Resell geklaut. Das war nicht so geil, finde ich. So, ich baue jetzt in dem Game. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir in dem Game Dings bauen. Krönchen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen jetzt ein Umweg ist, ne? Wir können da irgendwann später ein Void oder so draus machen. Das heißt, wir haben jetzt, und ich meine, die AP-Werte sind auch nicht schlecht, ne? 40 AP ist nicht so schlecht. AP Varus mit Hydra wäre Int, oder? Ich meine, es gibt hier Wave Clear, es ist bestimmt nicht ganz schlecht. Das ist halt wie damals der Mana-Mune-Build, weißt du? Du baust praktisch Mana-Mune. Darf ich hier vor? Eigentlich nicht, ne? Ich habe solche Angst vor dem Twitch. Wenn ich kein Krönchen habe, ich glaube, ich hätte Exhaust gebraucht in dem Game. Wenn der kommt, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das gewinnen kann. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Der ist Mitte. Alles klar. Du kannst es ausprobieren. Das gibt dir ein starkes Early Game und gibt dir halt ein bisschen AD-Scaling mit rein. Aber normalerweise, also sind diese rohen AP-Builds sind einfach besser. Ich habe ja früher habe ich immer Mana-Mune gespielt, weißt du, auf dem Build. Aber dann irgendwann ist mir auch aufgefallen, ja, das ist zwar cool und lustig und schön und all das, ne?
Aber am Ende des Tages bist du einfach, du machst viel mehr Schaden, wenn du Dings gehst. Schade. Ladehemmung beim Q, ne? Sonst hätten wir den auch noch haben können. Da haben wir leider Ladehemmung angesagt. Und wir haben jetzt unser Krönchen auch noch. Und jetzt brauchen wir nur noch Rabadons und dann geht's ab, ja. Hast du zufällig Ahnung von PC-Zusammenstellung? Nee, überhaupt nicht. Ich lasse mir bei solchen Sachen immer helfen, tatsächlich. Es ist so eine Sache, ich meine, ich bin ja in einem Berufsfeld, wo du praktisch alles am PC machst. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von Hardware und Software. Das ist was, wo ich wirklich ein riesen Defizit habe. Als Person. Aber da habe ich wirklich ein riesen Defizit. Das ist auch was, was man, zumindest grundlegende Kenntnisse sollte man sich, glaube ich, schon erarbeiten. Aber ich habe nicht mal grundlegende Kenntnisse über das Ganze. Wie findest du die Varus Midlane-Matchups? Die meisten sind okay, finde ich. Ich meine, es ist, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber also so Control Mages sind schon sehr mies, wenn du Apel Varus spielen möchtest, weil die können dich halt, die können dich halt so gut zonen und killen dann einfach. Aber wenn du halt Assassinen und Melee Champions funktionieren meistens, würde ich sagen. Twitch ist unten gestorben, das ist pretty good. Und faken, dass wir nach unten gehen. Dann können wir uns vielleicht hier reinsliden. Ja, mal hier kurz einmal reinsliden. Und schon, ob wir da irgendwo einen. Schade, Mann. Ich kann unbedingt auf meine Ult jetzt wieder warten. Ohne meine Ult bin ich nichts. Wait, es ist Drake Up. Oh mein Gott, es ist ja Drake Up. Come together. Super duper tot. Flippe die. Nice. Ja, dieser Cinch, der ist auch ganz schön stark, der Boy. Holy shit. Können wir den Drake jetzt noch machen oder nicht? Das ist ja da keine Ult mehr. Wir brauchen Rabadons noch, ja, unbedingt. Nice. Jetzt den. Nice. Lass ihn nicht expungen, okay. Und jetzt? Nein! Schade, ich tue es noch. Was macht Singed Ult? Singed Ult ist praktisch so ein riesiger Statstick, den du bekommst. Die gibt dir Leben, die gibt dir Mana, die gibt dir Healing Reduction auf deine Spells, die gibt dir AP, ne? Die gibt dir lauter Stats, gibt dir die. Die macht die, und die läuft für eine relativ lange Zeit und immer, also während sie läuft, macht sie dir immer mehr und mehr und mehr und mehr Stats. Das ist halt einfach so, du wirst praktisch immer stärker und stärker und stärker und stärker, solange das läuft. Guck mal, schon genug Damage haben, um die zu bunden hinten. Ah. Nope, haben wir nicht. Hinten ist sie. Leben, glaube ich nicht. Habe ich Leben gesagt? Gibt es die MR und Armor noch oder so? Ich kann es ja nicht sagen. Also effektive Leben gibt es hier, glaube ich. Und es gibt auch Google. Naja, aber dafür bin ich ja da, solche Fragen zu beantworten. Da muss man ja nicht googeln. Also das ist ja genau mein Job. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Game habt, das ist genau mein Ding. Na, her damit. Ha, haut raus, was ihr habt. Genau dafür bin ich da. Okay. Gehen wir hier nach oben. Wer bekommt die Stats? Singed bekommt die Stats. Singed. Wie viel LP brauchst du bis Grandmaster? Aktuell brauchen wir, ich glaube, ein bisschen über 100. Ich darf hier nicht vorgehen. Ich habe kein Krönchen. Das ist schön. War noch so rausgeflitzt. Ich glaube nicht, dass wir gegen die Corrosion Stacks wirklich Nash machen dürfen. Maybe. Ich meine, wenn der den jetzt auch noch catcht.
Alter! Holy shit, war das schnell! Sehr unnötig, dass er da rüber gegangen ist, ehrlich gesagt. War ein dickes Shutdown, der da abgefeedet hat. Und der Hook war auch nicht so cool, weil der den aus meinem Spell rausgeworfen hat. Nicht der größte Fan von. Warum verwenden viele die weibliche Form für die Spells? Q-W-E-R. Das macht in meiner Opinion keinen Sinn. Was, die weibliche Form für die Spells? Wie meinst du das? Entschuldigung. Warum wird Vladimir so wenig gespielt? Ich glaube, in Hilo hat der relativ viel Counterplay, aber es kann auch sein, dass der einfach unterm Radar ist aktuell. Danke an Base für den Support. Oder meinst du in der Einzahl, der Spell, meinst du, ne? Vielleicht wegen, oder ich verstehe nicht, warte mal. Wenn du es in der Einzahl sagst, dann ist es der Spell. Ansonsten ist es die Spells. Moin. Nice. Er meint, weil du die W sagst. Ach so. Ja, ehrlich gesagt, warum macht man das? Warum sagt man die W, die E, die Q? Müsste es nicht der W, der E, der Q heißen? Vielleicht wegen dem Deutschen mit Fähigkeit? Wo du die Fähigkeit und die Fähigkeiten heißt? Vielleicht kommt es von Fähigkeit. Wir müssen jetzt natürlich jemanden nehmen, der ein bisschen fitter ist, wenn es um die deutsche Sprache geht. Ich bin ja froh, wenn ich keine 10 Rechtschreibfehler in einem Text habe, den ich schreibe. Mein größter Feind, ne, sind Satzzeichen. Satzzeichen sind mein allergrößter Feind. Vor allem Kommas. Ich hasse Kommas, ey. Die sind überall, die Biester, ne? Ja, was ist das hier? Moin. Ey, was? Hat der jetzt geflasht oder was? Alter, hat die mal ein Spell geflasht oder was da passiert? Hä? Wie zur Hölle hat die das überlebt? Ich verstehe nicht, wie die das überlebt hat. Ja, eh bestimmt. Das hätte sie nicht gerettet, Leute. Das wäre nicht ansatzweise close gewesen, sie zu retten da. Das war ein doppelter Overkill oder so war das. Der Damage da. Der Twitch spawnt leider als erstes. Das ist der einzige, der für uns scary ist, weil der Invis an uns ransneakt. Okay, war das. Das Schöne ist, Krönchen ist nämlich völlig nutzlos gegen uns. Das war kein Instant One-Hit? Ich bin useless! Der hatte noch 2 Leben! Wie kann der so helfisch sein? Look at this! Der hat mit 2 Leben überlebt. Aber hat er da gesehen? Wie kann denn das sein? Krone OP? Ja, Krone Sonjas, das Tank Twitch des Anscheins.
More Damage, ja. Müssen wir gleich nochmal testen, ne? Lass dich gleich nochmal testen hier. Lass mal irgendeinen zum Test ranholen. Wen haben wir denn? Da können wir jetzt natürlich den Test auch nicht wirklich machen, weil meine Ulti einfach schon gekillt hat, ne? Das ist ein Ding, du, ne? Sag ich mal so, mäßig. Echt verdammt aufpassen, ja. Ja, den kann ja super easy killen. Moin. Oh, schade, Mann. Ich dachte, er hüpft nach oben. Jump to the right. Sieht aber sehr spaßig aus. Nein. Das ist nicht spaßig. Apivarus ist eine Bewegung. Ne? Wir haben keinen Spaß beim Apivarus-Spielen. Das ist auch nicht stark, ne? Redet euch das gar nicht ein. Das ist sehr schwach. Apivarus ist wirklich sehr schwach. Na, wir mögen unseren Apivarus. Er ist wirklich sehr schwach. Schade, wenn ich jetzt noch Ultis treffen könnte, ne? Habe ich den nächsten Versuch jemanden zu treffen. Das ist einfach die beste Community. Ey, danke dir. Ja, das sind schon ziemlich nice Leute, muss man sagen. Moin. Jo, sag ich mal so. Don't mind if I do, ne? Lass doch nochmal austesten hier. Da sind hier noch ein paar knusprige Gegner, ne? Ja, der ist leider schon tot. Aber hier ist noch der Atrox. Oh nein, tu mir bitte nichts, Dämon. Ne? Oh, ich habe solche Angst. Kommen Sie mal her hier. Oh, das ist wieder die Karma. Die hatten wir schon mal ein paar Mal. Das ist nicht der Gegner, den wir wollen. Schade. Wir haben sie immerhin. Das, was zählt, ne? Wie oft ist der Spread der Ult praktisch? Ja, das ist relativ häufig praktisch, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich relativ häufig praktisch. Aber... Oh! GG, was wird? Wo war ich stehen geblieben? Das ist relativ häufig praktisch, weil entweder die Gegner müssen von dieser Person weglaufen und das kauft dir Zeit, wo sie nicht hitten können oder Spells machen können. Oder sie werden von der Ult getroffen und dann ist sofort Game Over. Das ist crazy, wenn die Ulti spreadet. Weil die macht so viel Damage, die hat so viel Impact, die baut die Stacks auf. Also wenn ihr einen Fight bekommt, wo ihr eine Spreading Varus Ulti habt, dann explodiert den Gegnern alles. Ne? Also wirklich alles explodiert denen. Die können überhaupt nichts machen. Meine Freundin und ich haben uns heute getrennt. Ich bin froh, da bist du damit. Damit fühle ich mich nicht ganz so einsam. Oh, Playman. Ne? Das tut verdammt weh, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Abgedroschener Spruch, ne? Aber die Zeit halt alle Wunden stimmt wirklich. Das tut immer weh, ne? Aber es wird immer, es verblasst immer mehr. Ein F in den Chat, bitte. Ein dickes, fettes F. King Donald, dann haben wir den Sonsel, Nibes, Trinity und Gladius. Vielen lieben Dank für den Support, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ganz viel Spaß hier im Stream.